Hallo, ich bin Katrin Wolter, komme aus Köln, komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Das ist so ein kleines Dörfchen so zwischen Halle und Leipzig. Bin 29 Jahre alt, also 83 geboren, sprich, ich werde nächstes Jahr 30. Ja, scheiße. Mein erstes Casting. Ich hatte mein erstes Casting war in Berlin. Bin ich extra in Flüge bekommen, bin nach Berlin geflogen, war total aufgeregt, dachte so, ey, ich krieg sogar einen Flug, um nach Berlin zu kommen zum Casting. Und dann ging die Tür auf und dann kam die Casterin und sagt so, ja, bist du Katrin? Ja, die bin ich. Geh halt so rein und sagt so, ja, hier, das ist dein Anspielpartner, der Paul. Hier, Paul, Katrin, Katrin, Paul, hi, Paul. Okay, geht mal einen Text durch und dann, und bitte. Gut, gespielt. Und danke. Und dann, und tschüss. Ja, scheiße. Ich gar nicht vorgestellt. Die wissen ja gar nichts über mich, weil ich konnte denen gar nicht zeigen, dass ich ja auch vielleicht lustig sein kann oder toll bin oder seit 10 Jahren Fußball spiele und besondere Eigenschaften habe, dass ich Ostdeutsch kann. Na klar, das konnte ich dann alles nicht sagen. Und dann war ich ein bisschen enttäuscht. Aber dann dachte ich so, ja, nee, ist ja klar, wenn ich jetzt in einer IT-Firma wäre und jemanden einstelle, interessiert es mich auch nicht, ob der golfen kann, reiten kann, ob der 5 Kinder hat und wie sein Familienleben ist. Dann interessiert es mich, kann der programmieren? Hat der Ahnung von Management? Hat der studiert? Das ist ja bei uns genauso. Also, man will ja sehen, wie man spielt und man will den Menschen erstmal nicht kennenlernen. Schönen guten Tag. Entschuldigung nochmal wegen gestern. Das ist halt ein Idiot. Ich bin Nike, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Luhmann. Manfred Luhmann. Hallo Manfred, ich bin Nike. Darf ich ein Foto von dir machen, Manfred? Hättest du nicht mal Lust, mit mir auszugehen? Nein, danke. Ach komm, sagen wir als Wiedergutmachung für gestern. Nein, ich denke nicht. Pass auf. Ich verspreche dir, dass ich ab jetzt immer, wenn ich Dienst habe, um 12 an der 2:20 abkassiere. Vorsehen oder her? Sicher? Ich schwöre. Abgemacht. Morgen. Außerdem könntest du auch zu Thomas an die Kasse. Eigentlich ist es keine Erpressung, sondern ein Gefallen. Und ich habe eigentlich Besseres zu tun. Ach, und was? Jetzt bist du dran mit Erzählen. Ich? Bin nicht so spannend. Ich sammle Taschenuhren. Sie ist schön. Also? Steckenpferde? Sammlung irgendwas? Nicht heute. Kino ist keine schlechte Idee. Aber ich weiß ja noch was viel Besseres. Ach ja. Zieh dein Hemd aus. Sorry. Stürmisch unterwegs, was? Josie, kann ich dir helfen? Hast du dir wehgetan? Ach, Quatsch. Ah. Lass mal sehen. Links oder rechts? Innen? Außen? Hier am Außenknöchel. Eher so ein ziehender Schmerz oder ein reißender Schmerz? Ich weiß nicht. Wenn du bewegst oder wenn du auftrittst? Das ist nur unangenehm. Kann ich helfen? Ich. Josie über den Haufen gefahren. Danke, geht schon. Mach dir keinen Kopf. Das tut nicht mehr weh. Sicher? Ich besorg dir mal ein Kühlpack, ja? Danke. Findest du die Nummer nicht ein bisschen billig? Verletzungen vorspielen und bei dem schnittigen Arzt auf hilfbedürftiges Mädchen machen. Sag mal, geht's noch? Dani hat mich umgenietet. Mein Fuß tut echt weh. Das war vielleicht eine vertrocknete Primel. Gib mir das Tuch. Klar. Und tschüss. Ey, warte mal, wir wollten doch noch feiern gehen. Sitze doch in dein Raumschiff und flieg zurück in die 90er. Nacht. Ich habe übrigens lange blonde Haare, kann ich euch mal auch zeigen. Das ist ja, glaube ich, auch schon wieder eine Typveränderung, so ein bisschen. Ist mir noch ein bisschen nass. Aber so sieht es dann aus, also typisch Blondinenbesetzung, ne?
Ja,